Yeah, squad, turn that shit up, man. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange ist es her. Okay. Ein Hurensohn. Ja, wie ihr jetzt vorher schon in dem Ranzporn gesehen habt, habe ich mir jetzt so ein cooles Moped-Auto zugelegt. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder fresh machen, dann müssen ein paar Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel hier irgendwo ist die Dieselleitung am Arsch und Auspuff müssen wir machen. Und wenn ich mir den Ölfilter hier schon ansehe, dann ist der, wie lange der nicht mehr gewechselt wurde. Auf jeden Fall ist ein Ligria Ambra. Ja, ich zeige euch erstmal so ein bisschen so für die Basics. Das Ding ist auf jeden Fall gut runtergekommen, wenn man hier so den Lackzustand betrachtet. Und hier innen ist auch richtig eklig siffig. So. Ja, Hauptsache hier Duftbaum gedön. Ja, knappe 30.000 hat das Ding gelaufen. Ja, hier Radio habe ich eben schon mal rausgebaut. Da ist die Batterie, die ist auch tot. So Kleinigkeiten, müssen halt gemacht werden. Hier ist für die Kofferraumklappe und halt wie gesagt Abdeckung hier hinten. Bisschen sauber machen, da ist echt ranzig, die Box ist auch recht. Ja, und das werden wir jetzt so in der nächsten Zeit, in den nächsten Videos. Hier liegt übrigens noch der Beifahrersitz mit Achsmann, hier Antriebsachse, das neue Ding für den Auspuff. Das kaputt ist, hier liegt noch ein Bremssattel drin, Handbuch, Rückfahrkamera, so ein Driss. Hinten die Matte für den Kofferraum und so ein Sonnendingsbums-Teil. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier in den nächsten Videos das Ding auf jeden Fall auf Vordermann bringen. Ja, dann schnappe ich mir jetzt das Stürmmann und dann geht's los. Also, Stefan ist jetzt auf jeden Fall weg. Ich hoffe, die Scheiße nimmt jetzt auf. Wir sehen nämlich nicht. Die GoPro nämlich auf dem Kopf. Dann wollen wir mal beginnen. Ich habe die Garage so grob jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Ich stelle die Koffer nochmal nach hier hinten irgendwie in die Ecke. Oh ja, das passt schon irgendwo. Ja, hier die ganze Scheiße gehört halt nicht uns. Es ist halt ein bisschen scheiße, dass wir hier den ganzen Müll von unseren Freunden lagern müssen. Genau. Ja, da kommt noch da oben. Und dann holen wir jetzt erstmal die Karre so ein Stück nach hier vorne rein. Wir müssen jetzt erstmal die ganze Scheiße noch hier so. Nice. Die Motor aber noch zu machen. So. So, da es heute relativ früh dunkel wird, weil jetzt Digga, Uhrumstellung war, müssen wir uns ein bisschen ranhalten jetzt mit der Zeit. So wie ich halt eben erklärt habe, hier ist der für das Diesel, das ist undicht, das sieht man halt auch hier auf jeden Fall, hier ist halt alles voller Diesel jetzt. Als wir den das erste Mal laufen lassen haben. Das Ding läuft auf jeden Fall. Mit Pferd auch. Wie gesagt, müssen wir halt jetzt nur ein paar Sachen machen. Halt so Ölwechsel und halt für das Diesel das Ding dicht. Und hier für die Bremse das Ding dicht, weil der bremst halt irgendwie gar nicht. Also beziehungsweise ganz schwach, müssen wir wahrscheinlich Bremsen entlüften. Und irgendwann noch neue Motorlager kaufen. Das Ding, was ist das denn hier? Was bist du denn? Ja, genau, so musste das Ding hier überbrückt werden. Oh, die Sicherung ist auch durchgeknallt. Stark. Aber was ist das für ein blauer Kasten hier? Was bist du, Digga? Ich hoffe, ihr seht was. Das ganze Video für den Arsch. Ja, ich war auf jeden Fall jetzt eine längere Zeit nicht auf YouTube unterwegs. Wie der ein oder andere mitbekommen hat. Das ist hier übrigens beim Schleppen passiert, als wir den abgeholt haben. Das war zwar nicht weit, das waren irgendwie nur ein paar Kilometer. Also beziehungsweise so 5 Kilometer vielleicht. Schade.
Aber da ist uns dann, als wir gerade hier auf den Hof gefahren sind, hat Stefan zu stark angezogen mit seinem Auto. Und dann ist die Stoßstange vorne da abgebrochen mit dem Scheinwerfer raus und müssen wir auch noch fixen alles. Dann hatte ich mir auf jeden Fall vorgestellt, so ein bisschen Fast and Furious zu machen. So auf lustig halt, weil es halt nur so ein 50er-Auto ist. Halt entweder so wie der Skyline von Paul Walker oder halt wie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer den genau gefahren hat, den Mitsubishi Eclipse? I don't know. Blend auf jeden Fall ein Bild ein, damit ihr alle wisst, wie ich mir meine. So halt auf lustig oder halt, was auch übel wild wäre, den zu machen wie Cars, also Lightning McQueen. So, das wäre halt natürlich auch übel funny. Ich war auf jeden Fall eine längere Zeit jetzt nicht auf YouTube unterwegs, hatte private Gründe, auch Arbeit und so halt. Viel am Arbeiten gewesen, immer noch kein Geld. Nee, aber jetzt eigene Wohnung mit der Freundin zusammen. Ja, irgendwie fehlt auch ein bisschen was, oder? Stark. Oh, machen wir uns hier mal. Die steht einfach in der Luft. Ich habe auch noch Böcke da. Die stelle ich mir jetzt drunter zur Sicherheit. Radlager noch gut. Ach, der hat Bremsscheiben vorne. Stark. Macht auch gar keine Geräusche. Der hier. Ja. Also der Vorbesitzer meinte auf jeden Fall, er hat Bremsbeläge gewechselt. Was danach mit den Bremsen passiert ist, keine Ahnung. So, die Böcke waren da. Gut. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Was tue ich denn jetzt hier? Ach, Digga. Warum leg mich doch? Warum gehst du denn einfach da drunter, Digga? Einfach einen Zentimeter höher. Nicht mal. Aha, danke. So, lassen wir das Ding mal ab. Sei bloß vorsichtig. So, das Ding geht jetzt nirgendwo mehr hin. Jalla, Abfahrt. Ah, stark. Digga. Er hat ein viel zu kurzes Flexrohr geholt, der Vorbesitzer. Warum ist das hier so komisch hochgebunden? Ja, hier die Auspuffschelle ist auf jeden Fall lose. Wir werden das auf jeden Fall alles mal abmachen. Und Freunde, wie geht's euch so? Habt ihr mich vermisst? Oder eher nicht so? Ich weiß, einige haben mich auf jeden Fall vermisst. Die haben mir nämlich andauernd auf Insta geschrieben, war ein neues Video. Und ich sag euch ehrlich, ich hab da halt einfach aus Prinzip nicht drauf geantwortet. Weil es kommt ein Video, wenn ich sage, es kommt ein Video. Wenn ich eins machen will, mache ich eins. Wenn nicht, dann nicht. Oh, Digga. Gottlos fest. Ja, die ist auch so vergammelt. Die kommen auf jeden Fall danach nicht da drauf. Reiß einfach ab, damit würdest du mir so viel Umdrehungen sparen. So. Ich glaube, so seht ihr das besser. Oh. Ach so. Hä? Was hat der denn hier gemacht? Achso, der ist abgerissen. Stark. Aber das Ding hier nach hinten wegkloppen. Aha. Komm her, Jürgen! Alter, ist die festgebraten oder was? Alter, hat die da, glaube ich, wirklich. Die Schelle hier mit festgebraten. So. Ja, das ist hier einfach weggerostet und dann da einfach ein Flexrohr reingesetzt. Stark. Ah, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt gerade auf die GoPro, auf das Handy gewechselt, weil die GoPro leer ist. So, das ist jetzt der Fusch,
den ich hier betrieben habe. Das hält jetzt auf jeden Fall. Das ist schon ganz schön dunkel geworden. Deswegen werde ich das Video jetzt auch beenden. So, jetzt sieht man vielleicht ein bisschen mehr, wie das Ding hier drin steht. Ich gehe mal eben raus. Genau. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall im nächsten Video dann, im nächsten Video werden wir dann auf jeden Fall die Karre mal von innen putzen. Ich denke mal, das sollte jetzt als erstes Video auf jeden Fall gerecht haben. Digga, sieht das hier scheiße drin aus, Digga. Das ist der ganze Scheiß, der hier auf jeden Fall noch weg muss. Warum fokussierst du nicht? Das ist auf jeden Fall der ganze Scheiß, der hier dann jetzt noch weg muss. Ja. Ich würde sagen, den Auspuff haben wir jetzt ganz gut repariert bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, meine GoPro ist leider jetzt leer gegangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Abonnieren nicht vergessen, Freunde. Und meine Kappe ist auf jeden Fall dreckig. Meine Flossen sind auch gut dreckig geworden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil, wenn wir das Ding hier weiter fertig machen, oder? Haut da rein. Ciao.